Was geht ab, meine Osifaito Sarui, und heute mit dem Video, wie ihr die God Boys richtig spielt. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Das heißt, ich werde euch sagen, wie man sie spielt, Bezug auf Spielweise, welche Linkpartner haben sie und natürlich ganz wichtig, wie baut man mit ihm Teams. Also ein Teambild wird es ebenso geben. Das heißt, ich würde sagen, wir legen sofort los, ohne viel Zeit zu verlieren. Dazu gehen wir einmal hier rüber und gucken uns natürlich die Infos und Details an. Das ist ein super Deckcharakter, ein LR. Ist der Leader der Beyond Super Saiyan Kategorie oder Movie Heroes. Diesen gibt der Ki+3 HP Attack und Defense 170%. Und Charaktere, die in Kamehameha sind in der Kategorie, bekommen noch HP Attack und Defense 30%. Das heißt, Kamehameha Charaktere aus Movie Heroes oder Kamehameha Charaktere aus Beyond Super Saiyan bekommen durch seinen Leader Skill 200% Ki+3. 200%. Das heißt, ihr wollt eigentlich immer ein Double Lead spielen. Double Lead Ella Godku, also die Boys hier. Oder was man auch machen kann, ihr könnt zum Beispiel als euren Leader ihn nehmen und als Friend dann den LR4-Fran Gogeta. Aber euer Team muss dann stimmen in Bezug auf Kategorien, auf Leader Skill. Da zeige ich euch gleich ein Beispiel. Ob so oder so, im Idealfall, wie gesagt, ist ein Double Lead, die 200% willst du mitnehmen. Natürlich musst du aber dann darauf achten, dass halt die Charaktere natürlich die Erfüllungen oder die Bedingungen erfüllen. Wenn ihr zum Beispiel einen Vegeta-Charakter mitnimmt, der ist nicht in Kamehameha, ne, dann bekommt der nur 170% Ki+3, aber selbst das ist ein richtig guter Leader-Skill, also erstaunlich. Die haben die besten Leader-Skills im ganzen Spiel. Es ist wirklich erstaunlich, dass sie einfach komplett durchgehend 170 geben, Ki+3, und dann noch diesen Zusatz für Kamehameha-Charaktere. Richtig gut. Mit der 12-Key erhöhen sie Angriff und Verteidigung. Und das Ganze kann sich dann stacken. Also jedes Mal, wenn ihr mit ihnen Super-Attack mit der 12-Key, erhöhen sie ihren Angriff und die Verteidigung um 20%. Selbst gilt für die Ultra-Super-Attack ebenso. Attack und Defense stacken. Mit der Ultra-Super-Attack machen sie natürlich Mega-Colossal-Damage. Und mit der 12-Key Colossal-Damage hier an der Stelle. Genau. Das sind die verschiedenen Multiplayer. Mit der Passive, ja, einmalig am Anfang der ersten Runde, beziehungsweise wenn sie zum allerersten Mal reinkommen in den Kampf, gibt es ein Intro, ja, das ist einmalig. Dann haben sie aber hier für diese Runde noch einen Guard gegen jeden Angriff, das ist richtig gut. Das heißt, Turn 1 sind sie richtig stark. Dann bekommen sie noch für 7 Runden auf den Angriff und auf die Verteidigung 77% und Ki+1 pro Typen-Keysphere, den sie einsammeln. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr mit ihnen ein Tech-Keysphere einsammelt, bekommt er von diesem ein Tech-Keysphere Ki+3. Warum? Weil Tech-Keyser ist ja vom selben Typus, also bekommt er dadurch Ki+2 und dann noch Ki+1 drauf, weil es ein Typen-Keyser ist, Ki+3. Wenn es zum Beispiel ein AGL-Keyser ist, dann sind das Ki+2. Das ist richtig gut, also ihr werdet angenehm auf ihre Super-Dex kommen, sag ich mal. Dann, das aber hier für 7 Runden dieser Part, dann haben sie das, was jetzt folgt, ist quasi für immer, das ist ihre Standard-Passive. Attack und Defense 120% und bekommt zusätzlich weitere Ki+1 pro Keyser, den sie einsammeln. Und das in Kombo mit dem, er ist einfach nur GG, Freunde. Also von dem Tech-Keyser bekommen sie dann einfach Ki+4 so. Von allen anderen Ki+3, also von normalen Typen-Keysern. Außerhalb vom selben Typus. Jedenfalls, dann bekommen sie noch eine Crit-Chance von 7%, wenn sie Rainbow-Keyser einsammeln. Okay, sehr stark. Und sie machen eine Additional Super-Attack, wenn die Key 20 oder drüber sind. Das ist dann natürlich die 12-Key, aber damit stacken sie auch Angriff und Verteidigung. Und zudem hat ihre 12-Key ein Asset-Multiplier von 160%. Das haben nicht viele Charaktere. 160% ist der höchste 12-Key-Multiplier. Also das ist richtig gut. Und dann haben sie noch hier sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus, wenn die Key 24 sind. Nicht transformiert. Also nicht transformiert sind sie richtig gut, haben einiges drauf. Man kann es natürlich dann transformieren ab Anbeginn der 4. Runde mit einem Active, also liegt es an dir. Du kannst je nach Event kannst du sie stacken, auch über Runde 7 hinweg, oder du kannst sie ganz transformieren, ob so oder so, sie werden im Schnitt immer sehr gut performen. Aber wo, was meine Empfehlung ist, wo ihr euch Nutzen macht von diesem Active-Skill, ist, dass es, ihr einen transformiert, zum Beispiel euren und den Friend nicht, und dann spielt ihr beide in einer Rotation. Warum? Sie teilen sich jeden Link-Skill. Und meine Empfehlung ist auch, diesen Charakter auf Link-Level 10 zu bringen, auf jeden Fall. Ihr könnt dazu, wenn ihr zum Beispiel mit dem Automodus links gelevelt, Questgebiet 7 Stage 10 machen. Das mache ich. Jedenfalls links ist Super Saiyan, 15% auf den Angriff auf links Level 10. Kamehameha 10%, wenn sie den Super Deck machen. Warrior Gods
10% auf den Angriff, 5% wenn sie eine Superdeck machen, Godly Power 15% auf den Angriff, 5% Crit Chance, Prepare for Battle, Keep Booster Attack in der 5%, Fierce Battle auf den Angriff 20%, Legendary Power auf den Angriff 15% wenn sie eine Superdeck machen. Charakterisierungen sind Fusion, Realm of Gods, Pure Saint, Transformation Boost, Joint Forces, Move Heroes, Kamehameha, Final Trump Card, Time Limit, Mastered Evolution, Beyond Super Saint, Fierce Fighter. Richtig viele starke, gute Kategorien, das sind ihre Sets auf 100%. Jetzt denkt ihr euch, was, das war's? Natürlich war's das nicht. Ich wollte euch das mal vor Augen haben, was für brutale Linkskills sie haben, weil nach der Transformation ändert sich kein einziger Linkskill. Und deswegen tut man einen transformieren, den anderen nicht und spielt beide in der Rotation. Dann habt ihr 7 von 7 Linkskills bei so brutalen Charakteren. Was geht aber hier an der Stelle nach der Transformation? So, mit der 12G tut der Great Knee Angriff und Verteidigung erhöhen. Auf den Asset Multiplayer 50%, auf die Verteidigung 50% für eine Runde, macht Kolossen Damage. Die Ultra Super Attack tut massively Angriff und Verteidigung erhöhen, das heißt 100%. 100% auf den SL-Multiplayer und 100% auf die Verteidigung für eine Runde. Sie machen mega Colossal Damage und tun quasi einen Gegner für eine Runde, eine Aktion vom Gegner Ghost Usher. Das ist gut, wenn der erste Angriff vom Gegner, den du angreifst, zum Beispiel Legend Vegeta, wenn den Evo Vegeta, wenn es eine Super Attack ist, dann tust du nämlich einfach seine Super Attack für eine Runde quasi annullieren. Es ist aber schlecht, dass man halt im Kampf nicht selbst wählen kann, welchen Angriff in dem Fall von Evo du genau haben willst, weil gegen Evo kämpft man nur einmal, aber wenn er 10-mal angreift, kannst du selbst nicht wählen, genau welchen Angriff du quasi annullieren willst. Hätte man das tun können, dann wär's richtig geil. Aber so ist ein bisschen vom Glück abhängig, aber es kann mal durchaus vorkommen, dass der erste Angriff hat, den der Gegner macht und du mit der Super-Attack dieses Charakters triffst den Gegner, dass dann die Super-Attack ist und du nimmst ihn in die Super-Attack. Das kann auf jeden Fall schon mal gut sein. Passive Skill auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 177%. Bekommt zusätzlich Key plus 2 pro Typenkiste, den er einsammelt. Stark. Also die Pass von vorhin wurde quasi vereint, das eine von 7 Runden und was er so oder so hatte. Dann bekommt er eine Crit-Chance und eine Dodge-Chance von 7% pro Rainbow-Keyster, den er einsammelt. Er macht sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus. Wenn die Key 16 sind, das ist easy schaffbar. Easy schaffbar, genau, das ist easy machbar. Realistisch. Und er macht zusätzlich eine Additional Super-Attack mit einer Medium-Chance zu critten, wenn die Key 20 oder drüber sind. Medium-Chance, also 30%ige Chance zu critten. Und er hat so an sich immer eine Medium-Chance zu dodgen. Eine 30%ige Chance. Normale Angriffe, Super-Attacks. Zudem haben sie nach ihrer Active-Skill-Transformation noch einen Active-Skill. Also die Blue Boys hier an der Stelle. Und zwar könnt ihr das aktivieren, wenn ihr selbst 50% HP oder weniger habt. Oder ihr gegen einen Gegner kämpft, dessen HP 50% drunter sind. Dann fusioniert ihr euch zu Gogeta. Aber nur in diesem Active-Skill, nur für diese Animation. Macht Ultimate Damage und all eure Angriffe werden garantierte Crits für eine Runde. Das heißt, bei diesem Charakter geht ihr mit allem, was ihr habt, mit Skill-Offs, mit Dupes auf Additional Attack. Ihr pumpt alles in Additional Attack rein. Den Rest könnt ihr von mir aus auf Crit gehen, weil Dodge und Crit und so, sie haben eigentlich so oder so alles Additionals und sowas. Deswegen, aber ihr geht komplett auf Additional Attack, weil ihr eben diese sehr Effektivität hat durch die Key, als auch die Crit einfach, die Crit-Chance. Also nicht nur durch die Rainbow-Offs, sondern auch so. Und dementsprechend, es bleibt nicht viel zu sagen. Also wenn ihr den Charakter gezogen habt, wenn ihr mit ihm gespielt habt, dann wisst ihr, verdammt nochmal, das ist ein richtig guter Charakter. Und die Kategorie von ihm gefällt mir auch sehr. Beyond Super Saiyan sind im Prinzip alle Charaktere, außer die Super Saiyan Charaktere, Super Saiyan 1. Aber alles drüber, also auch so Super Saiyan, Super Vegeta, der Great und sowas, alles drin. Das ist wirklich eine richtig schöne Kategorie. Ultra Instinct Kokos sind nicht drin, kann ich verstehen, das ist für mich auch tatsächlich keine Super Saiyan Form, sondern das ist komplett was anderes. Neue Technik, eine neue Form, deswegen kann ich das definitiv verstehen. Aber alles, was so Super Saiyan im Namen hat und über Super Saiyan 1 ist, ist drinnen. Ja, so ein Charakter ist natürlich auch drin, das ist der Super Saiyan 1 Koko, aber der transformiert sich ja. Das ist dementsprechend der Fall. Und auch die GT-Heroes, die GT-Boys sind hier drinnen. Das heißt GT Vegeta, weil sie in ihren Active Skills in den Vierfachen geben, in den Animationen. Finde ich sehr gut, dass sie das beachtet haben. Super Vegeta ist auch drin. Ergo, die Kategorie ist groß, die Kategorie ist sehr gut. In Kombo mit Movie Heroes geht mal hier, mal da ein bisschen was, definitiv. Das Beste von Movie Heroes ist im Prinzip Tech Gogeta, dass du sie zusammenspielen kannst, weil die beiden kann man auch tatsächlich gut in der Rotation spielen. Aber ansonsten, Movie Heroes gibt auch ein bisschen was her, so ein Support wie Pycon und so weiter und so fort. Also, ist eine
Combo, die in Ordnung ist, sage ich mal. Aber jetzt sprechen wir mal über Link-Partner. Also welche Partner hat denn der LR? LR Gott Goku und LR Gott Vegeta. Hierzu gehen wir mal rüber auf dokkaninfo.com, Freunde. Das zeigt es wirklich richtig schön. Ich werde den Link in der Beschreibung setzen. Könnt ihr mal selbst gucken dann für Charaktere, die, bei denen ihr wissen wollt, mit wem die sich gut linken. Und ihr seht es auch schon, 7 von 7 Links geht es mit der Transformitten-Version. Deswegen Empfehlung. Ihr spielt Double Lead, einen Transformitten, den anderen nicht. Ab Anfang der vierten Runde geht relativ schnell. Spielt beide in Rotation und ihr seid gut gedeckt. Aber sie haben noch einen Buddy, der sich 6 von 7 Links gezeigt. Nämlich, das gefällt mir, Evo und Kaioken Goku Blue. Die teilen sich alles aus ihr Keylinks, der Turn of Power. Die God Boys haben Prepare for Battle. Das teilen sich leider nicht. Das heißt wiederum auch, ihr braucht auf jeden Fall Charaktere, die für gut Orbs sorgen. Sei es Rainbow Orb Changer, Typen Key Sphere Changer. Braucht ihn im Team. Ist aber gegeben. Beyond Super Saiyan hat gerade wirklich sehr gute Rainbow Orb Changer. Ausweg zum Beispiel Gogeta einfach. Vor der Transformation 50% Chance, danach immer. Und ihr seht es auch schon, die teilen sich 5 von 7 Linkskills. Und der bekommt einen 200% Leaderskill, der bekommt einen 200% Leaderskill. Also GG, was soll ich dir sagen? Das ist einfach nur atemberaubend, dieser Leaderskill. Außerhalb davon noch so, ihr seht es auch schon, er hat wirklich sehr viele gute Partner. Ihr könnt euch da einfach einen aussuchen, mit dem ihr eine Rotation spielt. Natürlich gibt es Empfehlungen. Ja, den kann man definitiv spielen, so ist nicht. Die größte Empfehlung ist aber, ein Transformer, den anderen nicht. Tekko geht das eine richtig gute Empfehlung, die ich rausgeben kann. Funktioniert sehr gut in der Rotation. Und natürlich Easy A Godku. Wir haben bestätigt bekommen, Godku bekommt sein Easy A. Godku wollte ja auf jeden Fall mit ihm in der Rotation spielen. Teilen 5 von 7 Linkskills, haben alles außer Kamehameha und Legendary Power. Und er ist ein Rainbow Orb Changer. Und er ist ein sehr guter Charakter. Easy A, Godku werdet ihr in sehr vielen Teams in der Zukunft sehen, weil er einfach ein richtig guter Charakter ist. Und das freut mich für die God Boys, weil wisst ihr warum? Weil der Super Saiyan, der LF-Vielfacher Gogeta, der hatte als seinen besten nicht eigenen Partner, also nicht, wenn du einen transformierst, den anderen nicht, dann haben sie auch 7 von 7. Aber außerhalb davon war es der Super Saiyan 4 Goku, ne, für den LF-Vielfacher Gogeta spreche ich jetzt. Und der ist ja brachial, der bekommt auch den 200% Leader Skill Boost. Das ist ja brachial, wie der abgeht. Jetzt hat, bekommen die God Boys Easy Godku. Leider ist Easy Godku nicht in der Kamehameha-Truhe, also bekommt leider keine 200%, aber der braucht das nicht. Weil die Damage Reduction bekommt jetzt auch noch gegen Pure Saiyans, ist so oder so offensiv, defensiv gut, bringt die Utility mit Rainbow Orbs Change, mit dem Scene und so weiter. Du musst nicht mal Zink in der Rotation spielen, kannst auch rein rausrotieren für die Rainbow Orbs. Aber so oder so, das wird euer Mann sein. Also, wenn ihr keinen anderen guten LR-Partner habt, wenn ihr nicht den Friend unbedingt mit ihm spielen wollt, weil ihr könnt ja auch den Friend, ihr könnt ja Zai in eine Rotation lassen, ne? Euren in eine Rotation zum Beispiel mit Easy Godku und dann den Friend mit einem anderen, mit dem hier oder mit Gogeta oder so, geht ja natürlich auch. Deswegen, dieser Charakter bietet sehr viel, es ist einfach nur erstaunlich. Das sind die Charaktere, mit denen sich mit 4 von 7 Linkskills linken. Da müsst ihr einfach selbst in eure Charakterliste gucken, Freunde, und gucken, welche Teams könnt ihr euch bauen, mit welchen Charakteren könnt ihr sie spielen. Aber natürlich, Godku ist sehr gut, Tekko Geta ist sehr gut mit ihm in der Rotation. Als auch natürlich ein Transformer, den anderen nicht, oder ja, Evo und Goku Blue. Dann kommen wir mal zu den Teams, Freunde. Was geht denn jetzt ab in Bezug auf Teams? Welche Teams kann man mit dem Charakter bauen? Es kommt, wie gesagt, hier an der Stelle natürlich auch auf eure Charakterliste an. Aber ich habe jetzt hier an der Stelle mit ihm folgende Teams gebaut. Das ist ein Team, in dem ich ihn so lange mit Goku und Vegeta Blue spiele, bis ich den Friend transformieren kann. Also den Friend, die Friend God Boys. Dann tue ich einen transformieren, den anderen nicht. Spiele beide zusammen in einer Rotation. Dann spiele ich den Goku und Vegeta Blue mit Evo Vegeta. Kann man ja auch machen, auf jeden Fall. Ist eine gute Rotation. Ich habe Tekko Geta, den ich einfach rein und raus rotiere. Ist ein guter Charakter, um einfach rein und raus zu rotieren. Ich habe GT Vegeta als individuell starken Charakter, als Rainbow Orb Changer. Und ich habe hier an der Stelle diesen Boy hier. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Super Saiyan Saigon hat einen Ize bekommen. Er gibt jeden Charakter Key plus 2 Attack mit 35% rein raus rotieren. Einfach tut greatly Angriff und Verteidigung erhöhen mit der Super Attack. Also er sollte auch gut in Ordnung tanken. Als Supporter könnt ihr ihn zum Beispiel mitnehmen. Aber jetzt natürlich, wenn der Godku sein Ize bekommen wird, könnt ihr Godku reintun. Definitiv. Zum Beispiel in Vegeta raus, Godku rein. Könnt auch Godku so lange in der Rotation spielen. Oder ihr sagt euch, ihr spielt einfach euren in der Rotation mit Goku und Vegeta Blue, den Friend mit Godku, Ize, Godku und so weiter und so fort. Ein richtig schönes, starkes Team, Freunde. Das ist bei dem Leaderskill. Das ist der Leaderskill von den God Boys. Das Team gefällt mir wirklich sehr. Jetzt könnt ihr noch folgendes spielen, Freunde. Was ich vorhin gemeint hatte. Wenn ihr selbst den LF4 von Gogeta nicht habt, so wie ich, aber die God Boys, dann könnt ihr in diesem Setup, könnt ihr dann den LF4 von Gogeta als Friend mitnehmen. Wieso geht das?
Das geht, weil dann alle Charaktere, die ich in diesem Team genommen habe, in beiden Leader Skills sind. Ich habe hier nämlich darauf, aber da müsst ihr quasi darauf achten, dass all die Charaktere, die ihr mitnimmt, auf jeden Fall in Power Beyond Super Saiyan ist oder Beyond Super Saiyan oder Movie Heroes und oder dann den Leader Skill von Vierfachen Gogeta, Fuse Fight oder GT Heroes. Ein Blick genügt und man weiß sofort, was Sache ist. Die ganzen GT-Charaktere sind in GT Heroes und auch Beyond Super Saiyan. Also haben wir gedeckt. Tech Gogeta ist in Fuse Fighters und in Movie Heroes haben wir auch gedeckt. Und die God Boys selbst sind in ihren eigenen Lieder logischerweise. Und dann auch noch in Fuse Fighters, also Nate von Gogeta. In FIFA Gogeta als Friend dann ist Logo auch in Power Beyond Super Saiyan. Und in seinem eigenen Leader. Also richtig schön. Ein richtig schönes Team, wirklich. Gefällt mir sehr, das Team. Dann haben wir hier, ja, wenn ihr ein Fusion-Team spielen wollt, dann könnt ihr das so machen. Ihr könnt auch hier den Vierfachen Gogeta als Friend mitnehmen. Der ist ja ein Fuse Fighter Leader. Alle Charaktere sind in Fusion, Fuse Fighter und so und so fort. Richtig schöne Kategorie auch von dem Vierfachen Gogeta. Den Boy natürlich Extreme Sea Awaken habe ich noch nicht gemacht. Ist ein guter Supporter. Könnt ihr zum Beispiel in so einem Team spielen. Macht es definitiv auch gut. Könnt euch darüber entscheiden, wie ihr das Ganze spielen wollt dann. Ob ihr, Gogeta mit den Godboys spielst, den Vielfachen, Gogeta mit dem und jenem, geht einiges definitiv, Freunde. Die Charaktere sind so simpel zu spielen, wirklich. Die Leader-Skills sind so gut auch, es ist unglaublich. Realm of Gods, pass mal auf, Realm of Gods könnt ihr sie spielen. Beispielsweise könnt ihr sie dann an der Stelle entweder mit den Blue Evo und Kaioken Goku Blue in der Rotation spielen oder mit Issei Tech Godgood zum Beispiel. Wenn ich dann zum Beispiel, lasst mal das für euch visualisieren. Wenn er sein Issei bekommt, könnt ihr zum Beispiel beide in Rotation spielen. Dann spielt ihr Evo mit Ui Goku in Rotation. Und dann habt ihr Virus als Issei-Charakter. Auf jeden Fall ein guter Issei-Charakter, sorgt nämlich für Orbs. Deswegen, ich habe ihn mit reingepackt, speziell auch wegen Evo und Kaioken Goku Blue, dass sie da physisch Orbs bekommen. Die wollen aber auch Rainbow Orbs. Also könnt ihr auch tatsächlich eigentlich zum Beispiel Evo raushauen und dann die Blue Boys reintun und die mit den God Boys spielen. Würde auch gehen. Ist eher facettenreich. Deswegen müsst ihr selbst in eure, in eure Charakterliste gucken, was da geht und was nicht. Ihr merkt aber auch schon vom Prinzip, baue ich mit zwei Hauptrotationen. Ne, das sind zwei Charaktere jeweils in einer Rotation, die ich fest zusammenspiele. Zum Beispiel hier Uin Evo beispielsweise und dann Godko und Godboys. Und dann habe ich Rotationscharaktere, also die Charaktere auf Slot 3, die ich rein raus sortiere. Das müssen mittlerweile für mich aktuell definitiv Charaktere sein, die individuell auch stark sind, bei denen ich keine Angst haben muss, dass sie krepieren, die aber dann noch einen Zusatznutzen bringen, wie Rainbow Orbs, Changes, Support Aspekt bringen und so weiter und so fort. Gute Links jetzt nochmal bringen. Ja, also es ist schon geil, wie sich das Teambuilding entwickelt hat in Dokkan. Und da gibt es wirklich geile Teams. Also könnt ihr zum Beispiel hier statt den Virus noch einen anderen Supporter mitnehmen, der gut ist. Oder ihr nehmt noch Blue Evo mit. Ja, Evo, Kaioken Goku Blue. Und verzichtet einfach auf einen Supporter. Dann habt ihr auch ein starkes Team. Je nach Event. Ne? Je nach Event. Ihr müsst nicht immer Supporter mitnehmen. So ist nicht. Das hängt vom Event ab. Hier haben wir ein Pure Saints Team mit Super Vegeta. Hier spielst du zum Beispiel Namek Goku mit Exchange Vegeta, eine schöne Namek-Rotation. Ihr könnt auch Namek Goku mit jedem anderen x-beliebigen Charakter spielen. Mit LR Gohan zum Beispiel, der ist ein Master Evolution Kategorie in Super Vegeta's Leader Skill. Das heißt, ihr könnt, die haben dann auch 7 von 7 Linkskills Namek Goku und er. Dann spiele ich hier Tech Gogeta mit God Boys, weil transformiert haben die ja hier an der Stelle 5 von 7 Links jetzt, auf jeden Fall auch richtig gut. Und nicht transformiert sollten die, was haben die? Ich glaube 3, oder? Prepare for Battle, Fierce Battle und Legendary Power. Aber nach der Transformation dann haben sie schöne 5 von 7 Links Skills. Und ja, natürlich Super Vegeta rein raus sortieren, den Friend auch und hab den Goku da als Supporter. Hier habe ich jetzt Folgendes gebaut, um euch nochmal hier an der Stelle zu visualisieren oder zu zeigen, dass ihr nicht immer denselben Leader als Friend mitnehmen müsst. Hier muss ich Super Vegeta nehmen, als Friend. Hier aber nicht. Was meine ich damit? Hier kann ich die Godboys als Friend nehmen. Warum? Weil alle Charaktere, die hier in diesem Team sind, sind in Beyond Super Saiyan Kategorie oder Movie Heroes. Deswegen kann ich als Friend noch einen. Ja, deswegen sind der Leader Skill ist absurd gut. Deswegen kann ich nochmal einen Godboys mitnehmen als Friend und dann zum Beispiel den in Rotation spielen mit Gogeta und den anderen mit Blue Evo. Ne? Und hier, wie gesagt, ist auch ein Kandidat, den ihr reinklatschen könnt, Issei Godgood dann, wenn er sein Issei bekommt. Hier habe ich, Transformation Boost, natürlich, ein interessantes Team. Ja, cool, das ist jetzt nicht der brutalste Leader, aber je nach Event kannst du auf jeden Fall mitnehmen, rein raus sortieren. Toa hast du als guten Supporterin. Die Janemba-Rotation und dann die Godboy-Rotation mit Gohan, geht auf jeden Fall auch, kann man zusammen spielen. Und dann habe ich hier noch Joint Forces Team zum Beispiel. Königliche Rotation. God Boys mit Goku und Evo Vegeta Blue.
LR Future Guard rein rausrotieren. Paar Gusts jetzt je nach Event. Das ist ein Supporter halt. Ne? Wenn ich in ein schwieriges Event gehe, würde ich ihn nicht mitnehmen. Könnte dann zum Beispiel den Free-to-Play Isaac LR Great Simon mitnehmen und so weiter und so fort. Oder einfach einen starken Charakter. Dann haben wir hier noch ein Kamehameha-Team. Kann man auf jeden Fall auch bauen. Ne? Zum Beispiel folgendermaßen: einfach Gohan, Namek, Goku in der Rotation. Gogeta mit den God Boys. Vegito rein rausrotieren. Ein guter Supporter. Und zu guter Letzt, Freunde, Time Limit, schrecklich Connected Hope, auch ein sehr schönes Team. Auch ein sehr schönes Team. Klar, der Time Limit Supporter gibt nur Time Limit Charaktere in den Support Aspekt, also in Future Gohan nicht. Hätte ich PyCon, würde ich eventuell PyCon reinhauen als Supporter, weil der würde Superclass geben. Bardock einfach rein rausrotieren als soliden Charakter und dann die Future Gohan Rotation. Richtig schön. Ich bin sehr zufrieden mit den God Boys. Meiner Meinung nach haben sie mit den God Boys alles richtig gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Lasst euch wissen, wie ihr das Ganze empfunden habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.